Willkommen zu Kapitel 5. Kommen wir in diesem Kapitel noch einmal auf das Beispiel mit Max zurück. Dabei werden wir uns mit der Frage, ist die gefragte Person älter als die bisher gefragten Personen, beschäftigen und uns anschauen, wie wir mit Processing Antworten auf diese und ähnliche Fragestellungen finden können. Wenn man die Frage betrachtet, gibt es zwei Antworten. Ja, die Person ist älter als die bisher gefragteste älteste Person. Oder nein, die Person ist entweder jünger oder gleich alt wie die bisher gefragteste älteste Person. Dieses Ja oder Nein kann man in dem bereits bekannten Datentyp Boolean speichern. Schauen wir uns eine andere Frage bezogen auf die geometrischen Formen an. Hier haben wir einen Kreis und ein Quadrat. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, lautet: Hat der Kreis zur Gänze Platz im Quadrat? Wie man anhand des Bildes sieht, lässt es sich für das erste und für das dritte Bild recht leicht beantworten. Beim zweiten Bild ist es schon ein bisschen schwieriger. Um eine allgemeingültige Aussage treffen zu können und auch Grenzfälle eindeutig zu beantworten, müssen wir eine gewisse Logik finden. Folgende Fälle können hier also eintreten. Der Kreis hat zur Gänze im Quadrat Platz. Der Kreis berührt genau die Seiten des Quadrats. Oder der Kreis hat nicht im Quadrat Platz. Mathematisch lässt sich die Fragestellung, hat der Kreis zur Gänze im Quadrat Platz, mit folgender Aussage formulieren. Der Kreisradius ist kleiner gleich der halben Seitenlänge des Quadrats. Wenn dieser Ausdruck zutrifft, ist der Kreis kleiner als das Quadrat oder schmiegt sich genau an die Seiten an. Dann kann die Frage mit Ja beantwortet werden. Falls der Ausdruck nicht zutrifft, der Kreis also größer als das Quadrat ist, lautet die Antwort Nein. Wie man sieht, lassen sich manche Fragestellungen leicht mittels Vergleichen lösen. Um diese Ja-Nein- oder Wahr-Falsch-Fragestellungen in einem Programm abbilden zu können, muss mittels Vergleichen oder Aussagen gearbeitet werden. Diese können dann immer mit Ja oder Nein bzw. mit Wahr oder Falsch beantwortet werden und die Fragestellung ist somit für den Computer klar und verständlich formuliert. Zum Beispiel kann Max folgende Aussage formulieren. Die aktuell gefragte Person ist älter als die bisherige älteste Person. Solche Vergleiche, älter als, kleiner als, größer als oder jünger als, können mit Vergleichsoperatoren realisiert werden. Dazu bedient man sich der Vergleichsoperatoren aus der Mathematik. Größer, größer gleich, gleich, kleiner und kleiner gleich. Schauen wir uns das Ganze in der Praxis im Processing an. In diesem Fall brauchen wir hier nur den Setup-Bereich, weil wir die Antwort auf unsere Fragen hier unten in der Konsole ausgeben lassen. Nehmen wir mal zwei Personen, Alice und Bob. Von Alice und Bob wollen wir das Alter speichern, am besten in einer Integer-Variable, weil das Alter ist in dem Fall eine Ganzzahl. Und sagen wir mal, Alice ist 19 und Bob ist 25 Jahre alt. Nun können wir mit dem Größer-Vergleichsoperator überprüfen, ob Alice älter als Bob ist. Das Ganze geben wir uns in der Konsole aus, println, also in einer neuen Zeile, und schreiben Alice, jetzt der Vergleichsoperator für größer, ist älter als Bob. Wenn wir jetzt das Programm ausführen bei Processing, werden wir in der Konsole gleich wissen, aha, es ist false. Processing meldet false, das ist ja auch korrekt, denn die Aussage ist ja falsch. Alice ist nicht älter als Bob, sondern jünger. Die Antwort bzw. den Wahrheitsgehalt, also hier, dieser Aussage, kann in einer Variable vom Datentyp Boolean gespeichert werden. Das sieht dann so aus. Boolean, zum Beispiel Answer. Und das Ganze lassen wir uns auch wieder ausgeben, in dem Fall halt die Variable. Und drücken noch einmal auf Starten. Auch hier gibt Processing wieder false aus. Wenn wir jetzt die Variablen umdrehen und sagen, Bob ist älter oder größer als Alice, dann wird da unten natürlich auch gleich true ausgegeben. Diese Aussage ist wahr und genauso wahr ist es, wenn wir sagen, Alice ist jünger als Bob, aber dabei die Variablennamen wieder drehen, also nur den Vergleichsoperator verändern.
dann wird da unten wieder True ausgegeben. Wir wissen jetzt also, wie man abfragt, ob jemand oder etwas größer, kleiner, älter oder jünger ist. Natürlich können wir auch fragen, ob zwei Kriterien gleich oder ungleich sind. Das löst man mit dem Vergleichsoperator für Gleichheit und Ungleichheit. Im Processing wird der Gleichheitsoperator mit einem doppelten ist gleich geschrieben. Also so, Alice statt ist kleiner als Bob, doppeltes ist gleich Bob. Das einfache ist gleich verwendet man im Processing für die Zuweisung, also wie man hier sieht. Deshalb ist der Vergleichsoperator bei ist gleich immer mit einem doppelten. Bei der Aussage, ob Alice gleich alt wie Bob ist, also Alice ist gleich Bob, erhalten wir nach Ausführung des Programmes und vielleicht wissen es auch schon ein paar, false. Bei der Frage, ob Alice ein anderes Alter hat als Bob, das wird im Processing mit einem Rufzeichen ist gleich, also ist ungleich Bob, abgefragt, erhält man true.